haben ja vorhin eine Stunde lang in einem der 6 parallelen Panels verbracht. Das heißt, Sie konnten diese Stunde nicht in den 5 anderen Panels verbringen, es sei denn, Sie sind ein bisschen herumgehüpft und haben geschaut, was in allen Panels so läuft und ob Sie vielleicht hier oder auch da was mitnehmen können. Damit wir so ein ganz kleines bisschen Eindruck bekommen, was in den Panels diskutiert wurde, haben wir 2 rasende ReporterInnen losgeschickt. Und zwar sind das Caroline Dietz vom Zentrum Digitale Arbeit und von der Universität Leipzig. Das wird von der Universität Leipzig durchgeführt. Und Frank Kaltofen vom Zentrum Digitale Arbeit von Arbeit und Leben Sachsen e.V. Ich begrüße Sie ganz herzlich erstmal hier bei mir in der Runde digital dazugeschaltet. Hallo Frau Dietz, hallo Herr Kaltofen, hallo. 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 Ja, toll, dass Sie das gemacht haben. Das wird jetzt nicht einfach. Sie beide haben 3 Panels besucht und jetzt die große Herausforderung, das in möglichst kurzer, knapper Twitter-Hashtag-Form sozusagen für uns zusammenzufassen, was so die zentralen Botschaften sind. Frau Dietz, Sie waren in Panel 1, 2 und 3, also das regionale Ökosystem, Arbeit neu denken, kreativ umsetzen und Arbeit innovativ und gut gestalten mit dem Fokus auf Pflegewirtschaft. Was haben Sie aus den 3 Panels mitgenommen? Ja, genau. Also im Panel 1 wurde vor allem viel über die elektronische Baustellenplattform, die elektronische Akte diskutiert, die alle Prozesse zusammenfasst, Fortschritte dokumentiert und den Kunden ermöglicht, in den Bauprozess Einblicke zu erhalten. Die Frage war dann, was sind für Ängste entstanden bei den digitalen Neuerungen, bei Mitarbeitenden und bei den Kunden? Und hier ist die Erfahrung, dass die Mitarbeitenden gar nicht so viele Vorbehalte hatten, sondern eher die Kunden in Hinsicht auf Datenschutz, Fehler in den technischen Neuerungen. Und hier war klar die Botschaft, pragmatische Herangehensweise, einfach ausprobieren, ja, auch Menschen gewinnen, die erfolgreich schon dieses neue Tool genutzt haben und diese als Multiplikatoren sozusagen nutzen. Im Panel 2 ging es vor allem um die Potenziale von ortsunabhängigen Arbeiten, wie zum Beispiel im Homeoffice, für den ländlichen Raum. Also wie kann ich zum Beispiel über Homeoffice-Möglichkeiten Menschen von der Stadt wieder in den ländlichen Raum locken, um dort auch Stichwort Fachkräftesicherung sozusagen zu ermöglichen. Ein Beispiel war hier Coworking Spaces auf dem Land anzubieten, die sowohl Arbeit als auch Vereinsleben miteinander kombinieren. Und auch hier wurden über Herausforderungen dieser Einführung gesprochen. Es ging um Ängste vor Digitalisierung, es ging um Weiterbildungsbereitschaft und betont wurde auch hier die Beteiligung der Mitarbeitenden, die dann auch sehr schnell merken, welche Vorteile sie dann tatsächlich an den Maßnahmen haben und welche sie nicht haben und welche Prozesse sozusagen dann ja erfolgreich sind und auch weitergeführt werden sollten. Im 3. Panel ging es vor allem um die Pflegewirtschaft, Digitalisierung in der Pflegewirtschaft und wie hier menschengerechte Arbeit gestaltet werden kann. Hier war Stichpunkt auf jeden Fall bedarfsgerecht zu digitalisieren, also nicht zu digitalisieren um der Technologisierungswillen, sondern an den Bedarfen der Mitarbeitenden. Auch hier war großes Stichwort Beteiligung und kleine Schritte. Also Digitalisierung in kleinen Schritten, nicht die große Lösung am Anfang versuchen, sondern kontinuierlich mit den Mitarbeitenden diese Prozesse angehen. Und dann sind sie auch erfolgreich. Ja, so viel von meiner Seite. Ja, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dietz. Ich weiß, es ist super schwer, das so kurz zusammenzufassen. Deswegen meine volle Hochachtung und auch noch sozusagen für die Verbindungslinien, weil das sind ja so einige Aspekte, die dann auch immer wieder auftauchen, sozusagen die sich quer durch die Panels gezogen haben. Vielen Dank an Sie. Herr Kaltofen, Sie waren in Panel 4 E-Learning, Panel 5 Wissensökonomie, Kompetenzmanagement und zum Thema 6 Selbstständigkeit. Was haben Sie denn mitgenommen? Ja, vielen Dank.
In dem Panel 4 zu den E-Learning-Formaten war ein großes Thema oder die Frage wurde diskutiert, welche Unterschiede gibt es da bei jüngeren und älteren Beschäftigten, wenn es um den Umgang, um die Akzeptanz von solchen Lerntools beispielsweise geht. Da kam eigentlich relativ klar raus, dass es sozusagen sowohl bei den Jüngeren als auch bei den Älteren da Offenheit und Skepsis gibt, also dass man das nicht vom Lebensalter abhängig machen kann. Und auch in der Praxis, in den Betrieben konkret, gibt es sozusagen Beispiele für beide Ausprägungen. Dass es gar nicht das Lebensalter entscheidend ist, sondern die Bereitschaft zum Lernen von Neuem. Da gab es dann aber auch den Hinweis in der Diskussion, was hierfür sehr wichtig ist, ist, dass man technologische Begriffe, das sind ja nun in der Regel englische Begriffe, den Mitarbeitenden dann quasi nicht einfach um die Ohren haut, sondern dass die ein bisschen runtergebrochen werden, dass man praxisnah ist. Und dadurch auch ein bisschen Ängste und Vorbehalte quasi abbauen kann. Da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang von der Tagung schon mal hatten, das Stichwort entmystifizieren, ja, dieses ganzen Prozesses. Und das kann schon damit helfen, dass man eben mit einer einfacheren Sprache rangeht, wenn man die Unternehmen und die Beschäftigten adressiert. Ein weiterer Punkt war, dass es eben wichtig ist, die Beschäftigten auch bei der Gestaltung, bei der konkreten Ausgestaltung der Lernsysteme mit einzubeziehen. Das macht das Ganze dann gleich attraktiver. Und genau, das waren so die wesentlichen Punkte zu den E-Learning-Tools. In Panel 5 bei der Wissensökonomie, Kompetenzmanagement, ging es eben darum, wie Wissen und Kompetenzmanagement helfen können, die digitale Transformation zu ermöglichen. Es wurde da einerseits in der Diskussion nochmal genauer im Projekt NAVID entwickelte Lernnavigator vorgestellt und außerdem ging es um den Wissenspool des Zentrums Digitale Arbeit und inwiefern dieser Wissenspool helfen kann, Unternehmen schon vorhandenes Wissen eben gebündelt zur Verfügung zu stellen. Einen aktuellen und konkreten Einblick in verschiedene Thematiken, die mit dem digitalen Wandel der Arbeit zusammenhängen, zu geben, Lösungsansätze zu vermitteln. Und dieses allgemeingültige Wissen können die KMU natürlich auch nutzen. Wenn es dann aber um unternehmensspezifische Fragestellungen geht, da sind wir im Prinzip wieder ähnlich wie in den anderen Panels, dann sind zum Beispiel die Regionalzentren eben die Ansprechpartner, die kontaktiert werden können, um ganz spezifisch für ein Unternehmen zu beraten. Last but not least, das Panel 6 zu Selbstständigkeit kollektiv im Wettbewerb, war das überschrieben, ist ein bisschen exotisch, weil es hier eben nicht um die KMU geht, sondern um Solo-Selbstständige, also Selbstständige ohne Beschäftigte. Was natürlich ein bisschen anders gelagerter Fall ist. Aber in einer wichtigen Stelle werden sie ähnlich wie Unternehmen behandelt, nämlich wenn es um das Kartellrecht geht, wo Zusammenschlüsse oder Absprachen eigentlich großer Konzerne verhindert werden sollen. Das wäre sozusagen die meisten wahrscheinlich als etwas Positives werten. Aber für den Zusammenschluss und die Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen ist das ein großes Problem, kann das große Schwierigkeiten mit sich bringen, was mittlerweile auch dazu geführt hat, so wurde dargestellt, dass eben in der Europäischen Kommission dazu ein Umdenken stattfindet. Ich muss sagen, das war ein sehr spannender Einblick in der Diskussion dann, wenn man selbst eben aus der abhängigen Beschäftigung kommt, wie die Lebensrealität davon, diesen Solo-Selbstständigen aussieht. Es wurde ganz klar gesagt, der Solo-Selbstständige, die Solo-Selbstständige allein hat es eigentlich immer schwer. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoller oder könnte man sich im Verbund quasi besser die Interessen vertreten. Aber da kommt man ganz schnell in den Bereich von sogenannten verbotenen Preisabsprachen. Also wenn es darum geht, ja, wie viel nimmt man denn mindestens pro Stunde für das, was man als Selbstständiger anbietet? Eine weitere Frage, damit komme ich Satz dann zum auch zum Schluss, Schluss. weil wir sind Genau. schon so ein bisschen, ne, mit der Ist Zeit die Rolle, voran. genau, ist die Rolle der Pandemie und die hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass das Vernetzen einfacher geworden ist und auch, dass die Auftragslage für die Solo-Selbstständigen besser geworden ist. Genau. Ja, ist ja ein ganz heißes Thema gewesen. Vielen, vielen Dank, Frau Dietz, Herr Kaltofen, an Sie beide, dass Sie so aufmerksam zugehört haben, uns noch so einen kleinen Eindruck vermittelt haben, was in den sechs Panels gelaufen ist. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und ich freue mich jetzt, hier auch virtuell begrüßen zu dürfen. Raimund Overhage ist der Referatsleiter aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aus dem Referat, in dem das Programm Zukunftszentren begleitet und mit Herz und Seele betreut wird. Herzlich willkommen, Herr Overhage. Schön, dass Sie virtuell bei uns sind.
Ich freue mich riesig, bei Ihnen zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, so ein bisschen heute auch immer mal wieder das Ohr und das Auge auf dem Bildschirm und bei unserer Jahreskonferenz zu haben. Vielleicht ein, zwei Punkte, die Ihnen wichtig sind, nochmal mit Blick auf die Zukunftszentren und vor allen Dingen, wie geht es jetzt eigentlich auch weiter? Was sind jetzt so aus Ihrer Sicht auch die Meilensteine, die jetzt anstehen? Ja, ich habe gerade nochmal mit großem Interesse Frau Dietz und Herrn Kalkofe zugehört. Das war ja richtig schön, was Sie da in den Workshops zustande gebracht haben. Aber ich gehe mal ganz zurück. Frau Kopf, da haben Sie ja unserem Staatssekretär schon inquisitorische Fragen gestellt, nämlich, wie geht es denn weiter? Und er hat ja auch gesagt, ja, wir im Arbeitsministerium, wir wollen, dass es weitergeht. Und in der Tat, zusammen mit Frau Dr. Borggräfe, die Sie heute auch kennengelernt haben, mit Frau Salomon und Herrn Könemund, sind wir die Truppe, die von der sprach, die im Ministerium sind. Und die es natürlich sich wünschen, dass es mit den Zukunftszentren weitergeht. Und danach musste ich mich ausschalten, denn wir haben heute eine zweite Veranstaltung gehabt. Wir hatten heute die Preisverleihung des Prädikates ausgezeichnete Unternehmenskultur. Und das ist das ehemalige Audit. Und diese Veranstaltung war zeitgleich, deswegen konnte ich nicht folgen. Aber ich muss auch sagen, ich bin ganz angetan. 40 Unternehmen konnten wir auszeichnen. 40 Unternehmen, die jeweils wieder eigene Ansätze gezeigt haben, wie sie jetzt nun Kultur vorangebracht haben. Und das ist auch so etwas, was natürlich auch zum Inqua-Instrumentarium gehört. Das ist das eine Prozessinstrument. Und deswegen erzähle ich das, nicht um mal eine Preisverleihung zu erzählen, sondern weil ich auch gerne Ihnen ein Beispiel geben müsste, wie wir es weiterentwickeln. Unser Staatssekretär sagte, ja, wir überlegen uns das da, wie das nun sein soll. Aber wir sind da schon ein bisschen konkreter und würden uns dann wünschen, wenn wir diese Prozessinstrumente, wie zum Beispiel das Inqua Audit, ehedem jetzt das Prädikat, welches auf einer Mitarbeiterbefragung basiert, wie wir das natürlich auch mehr mit den Arbeiten der Zukunftszentren verzahnen können. Und da stelle ich mir unheimlich viel Gutes vor. Gutes vor, dass zum Beispiel die Inqua-Experimentierräume auch mal ausprobieren, wie es geht, dass natürlich der Wettbewerb zeigt, in der Größe, wie man die Unternehmen nun das von sich aus machen, mit der Prädikatsauszeichnung, dass wir natürlich Unternehmenswert Mensch als Beratungsprogramm haben. Und das sind natürlich auch Dinge, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, dass wir hier durch die Verknüpfung noch wesentlich mehr erreichen können, als wir es alleine. Das haben uns auch die Evaluatoren im Stammbuch geschrieben. Und da stelle ich mir vor, aus diesem Stoff, da ist die Zukunftswelt, da sind die Zukünfte der Zukunftszentren und dann kann ich mir auch besser vorstellen, wenn wir diese mit unseren Aktivitäten, wo wir auch schon Potenzial haben, und mit den Aktivitäten der anderen Ressorts auch zusammenbinden, sodass wir natürlich beide, dass wir gemeinsam dann sehr stark werden. Das ist mir ein großes Anliegen. Und dann möchte ich nochmal auf... Dann verstehe ich das richtig, ganz kurz, dann verstehe ich das quasi richtig als Kreislauf. Ne? Die Zukunftszentren, da werden die Unternehmen so gut beraten, mithilfe von Unternehmenswert Mensch, dass sie in den Experimentierräumen sich engagieren können, dass sie später quasi alle ausgezeichnet werden mit der Auszeichnung. Also machen Sie mit bei den regionalen Zukunftszentren und Sie werden später ausgezeichnet. Ist das die Botschaft? Soweit habe ich nicht gedacht. Aber ich habe daran gedacht, dass die drei Dinge, die Sie genannt haben, natürlich mit den Zukunftszentren gemeinsam dann stark werden. Und ich denke auch nicht nur aus den Produkten des eigenen Hauses, ich denke auch zum Beispiel, dass mein Kollege aus dem Forschungsministerium, dass der auch gerade in den Kohleregionen KI-Zentren errichtet, an den Exzellenzunis, dass man da eine Verknüpfung, die heute schon gut da sind, aber da gibt es noch Potenziale, weil nicht nur wir einen Rollout machen, sondern weil die Nachbarressorts auch natürlich noch einen Rollout machen. Und das stelle ich mir spannend vor, das in der Region zusammenzuarbeiten. Und da bin ich mir ganz sicher, nämlich wir arbeiten gut mit den Länderkollegen, nochmal ein herzliches Dankeschön, der Arbeitsministerien zusammen. Und das ist ein Erfolgsfaktor, welches dieses Zukunftszentrum auch so gut in die anderen Länderaktivitäten mit eingebettet hat. Also das hat wirklich Spaß gemacht, das nochmal in den westdeutschen Ländern auszuholen. Und das macht auch Spaß, das jetzt als Rollout für die nächste Runde ab 2023 nochmal weiterzuentwickeln. Also das ist etwas, da leben wir alle auf und da freuen wir uns drum. Wenn wir nächstes Jahr wieder oder wenn Sie nächstes Jahr wieder sich bei der Jahreskonferenz treffen, was ist dann Ihr großer Wunsch? Was möchten Sie dann am liebsten sagen? Ich würde dann meine Nachfolge mitbringen, weil ich im nächsten Jahr im Ruhestand bin und ich freue mich darauf, dass dann natürlich eine jüngere Person dieses in die Hand nimmt, mit mehr Elan, mit mehr Kraft, aber ich hoffe mit genauso viel Enthusiasmus, wie ich das habe. Das wünsche ich mir und dass sie auch das Empowerment der Zukunftszentren dann dementsprechend richtig zur Blüte bringt. In einem jugendlichen Gewand,
Aber wir haben ja gerade gehört von Herrn Kalkofen, auch die Älteren, die können auch noch ganz gut in die digitale Zukunft. Ja, das habe ich mir immer zugetraut. Ja, dafür bin ich Techie und das macht mir heute noch Spaß. Herr Overhage, ich glaube, an Enthusiasmus mangelt es Ihnen nicht. Und ich glaube, da werden Sie einiges an Ihre Nachfolgerin oder Ihren Nachfolger weitergeben. Es war jedenfalls toll, dass Sie auch noch hier heute auch reingeschnuppert haben und ja auch nochmal Ihre Leidenschaft für das Thema und die Leidenschaft Ihres Teams auch für das Thema hier rüberbringen konnten. Man sieht also auch, mit welchem Engagement das BMAS sozusagen auch heute insgesamt hinter diesem Programm steht. Und das war sehr schön zu sehen. Haben Sie ganz, ganz vielen Dank, Herr Overhage. Und das gebe ich auch an Sie zurück. Es macht mir immer wieder Spaß, mit Ihnen auf der Bühne zu stehen. Ich danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Frau Dr. Gärtner, so, die zweite Jahreskonferenz ist geschafft. Ne? War ein ordentlich volles Programm. Was ist so Ihr Fazit? Mit was für einem Gefühl gehen Sie jetzt in die Welt wieder raus, aus diesem Studio hier im BMAS? Also ich gehe mit einem guten Gefühl hier wieder raus. Ich denke, die Veranstaltung ist uns gelungen. Wir haben uns gefreut über den breiten Zuspruch, den wir hatten, den ganzen Tag über in der Veranstaltung. Auch die Beteiligung in den Panels zeigt, dass wir die richtigen Themen gewählt haben, um einen Austausch zu starten. Um zu zeigen, was es in den Zukunftszentren derzeit schon gibt und gleichzeitig aber dort eben auch neue Impulse aufzunehmen, die uns jetzt tragen in die nächste Arbeitsphase hinein. Und viele Inputs, also die wirklich auch Impulscharakter haben, die auch eigenes Weiterdenken befördert, das ist ganz wichtig. Wir sind ja auch schon klar unterwegs. Wir wissen, was wir als nächstes tun wollen. Es wird neue Veranstaltungen, weitere Veranstaltungen geben. Dafür möchte ich auch gerne werben. Nutzen Sie einfach auch unsere Homepage des ZDAs, den Veranstaltungskalender. In den kommenden Wochen gibt es dort neue Veranstaltungsmöglichkeiten für Sie, die Sie besuchen können. Sie sind herzlich alle eingeladen. Machen Sie sich da gern schlau und bleiben Sie uns sozusagen als Leser, als Interessierte auf jeden Fall gewogen und geben Sie auch uns Impulse sowie auch ein Feedback zur Veranstaltung. Das ist uns sehr wichtig, dass wir auch mitnehmen, was können wir für die dritte Mal noch berücksichtigen. Also insofern schon mal vorab vielen Dank auch für das Feedback. Und da gibt es ja auch einen ganz konkreten Link, glaube ich, der wird gleich nochmal in den Chat gestellt. Da gibt es einen Link zum Feedbackbogen und das wäre super toll, wenn Sie den ausfüllen können. Ich weiß, es ist immer noch mal ein paar Minuten Arbeit nochmal zum Schluss, aber das Team wird es Ihnen ewig danken und alles trägt zur Verbesserung, auch für die nächste Veranstaltung bei. Also Ihre Meinung ist ganz herzlich willkommen, den Link bekommen Sie. Und eine ganz häufige Frage war, glaube ich, auch in den Panels so, wie wird das hier dokumentiert? Können wir uns noch irgendwie was angucken? Was können Sie dazu sagen? Jawohl, auch da wieder so der Werbeblock hin zu unserer Seite des ZDAs. Sie werden dort in Kürze einen Veranstaltungsrückblick finden. Sie werden dort auch die Präsentationen finden und Mitschnitte aus den Inputbeiträgen in den Panels und aus der Keynote. Also wir denken, dass wir Sie gut ausstatten können, auch im Nachgang die Veranstaltung nochmal nachzuarbeiten und dadurch auch neu anzuregen, auch untereinander ins Gespräch zu kommen, was im Übrigen auch für uns eine wichtige Aufgabe sein wird in der nächsten Arbeitsphase. Wir sind weiter Netzwerker und Netzwerkerinnen, die Knoten knüpfen wollen. Das wollen wir von Anfang an. Und da sind wir nicht durch. Also da gibt es noch viel handwerkliche Arbeit zu leisten.
Und ja, und wir nehmen den Schwung aus der heutigen Veranstaltung dafür mit. Ja, ich habe immer noch zwei Sachen. Ich habe leider die Fragen für unsere Podiumsrunde vorhin zu spät sozusagen durch die, also zu spät übermittelt bekommen, hier auf das Tablet bekommen. Aber zwei Aspekte waren da noch, die möchte ich nochmal zum Schluss aufgreifen. Dass auch gesagt wurde, es gibt so viele Informationen auch für KMU. Und ich glaube, heute ist deutlich geworden, auch welche Navigationsfunktion auch die regionalen Zukunftszentren haben, gemeinsam mit den Unternehmen auch tatsächlich Informationen zu sondieren, zu kanalisieren und individuell anzupassen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion. Und zum Thema Kompetenzen wurde auch noch mal gesagt, dass es eher ja weniger um Kompetenzen geht oder um Lernen geht, als neues Wissen anzuwenden. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Beratung. Also wie kann neues Wissen auch tatsächlich in die Unternehmen gebracht werden und dort zur Anwendung gebracht werden? Also gibt es noch was, was Sie loswerden wollen jetzt am Ende dieser Veranstaltung, Frau Gärtner? Also Sie haben es jetzt gut nochmal auf den Punkt gebracht. Das waren die Schlüsselworte der gesamten Veranstaltung. Mhm. Und insofern sind die Aufgaben klar formuliert, die uns eben jetzt tatsächlich in die nächste Arbeitsphase tragen werden. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, mit welchen Praxisbeispielen und mit welchen auch wissenschaftlichen Erkenntnissen wir im nächsten Jahr wieder miteinander, mit dem breiten Publikum in den Austausch gehen, weil wir leben in einem hochkomplexen, hochdynamischen Veränderungsprozess. Und das, was wir heute als Erkenntnis haben, ist schon nächstes Jahr vielleicht veraltet und muss korrigiert oder neu justiert werden. Und insofern schauen wir jetzt eigentlich schon also in die nächsten Monate hinein, was wir dort sichtbar machen können. Ja, wir sind sehr gespannt. Die letzten Monate haben uns das ja alles gezeigt, was Sie gerade gesagt haben. Sie waren super flexibel. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Gärtner. Ich bedanke mich bei Ihnen. Für den Schluss, ja, sehr gerne. Wir bedanken uns bei Ihnen, die Sie zugeschaut haben, aktiv dabei waren und hoffentlich ganz viel mitnehmen konnten für Ihre eigene Arbeit. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, einen schönen Sommer, bleiben Sie weiterhin gesund und dann vielleicht bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen.